Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu City Skylines und unserer wachsenden Metropole. Naja gut, eine Metropole ist es noch nicht ganz, aber es nimmt so langsam Gestalt an, oder? Es wird leicht größer, ich bin voll stolz. So, ja, und wir bauen hier munter, fleißig weiter Straßen, weil wir hier mehr Wohngebiet brauchen. Oh, sieht voll süß aus, die kleinen Tuff-Tuff-Autos. Kleines Tuff-Tuff-Auto baut hier einen halben Unfall. Ach je. So, ja, es baut sich weiter aus. Brauchen wir irgendwo Wasser? Ich habe Angst, dass ich immer irgendwie was vergesse. So, Strom ist aber knapp. Ach je. So, dann sollten wir vielleicht mal schnell hier so eine tolle, kleine... wie heißt das Ding? Ich habe vergessen, wie das Teil heißt. Was ist das? Eine Windturbine. Genau, wir sollten eine Windturbine bauen. Ach je. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Strom. Aber eigentlich müsste ich gleich noch eine zweite bauen. Haben wir denn so viel Geld? Nein, noch nicht. Müssen wir noch eine Wochenzahlung abwarten? Aber dann haben wir auch die 6.000 wieder zusammen. Dann sollte das funktionieren, hoffentlich. Schubidu. Schubidu. Jo. Jetzt können wir das auch bauen. Haben noch 48 irgendwas Währung. Aber ich hoffe, dass wir das schnell wieder drin haben. Immerhin haben wir jetzt überall wieder Strom. Das ist schon mal viel wert, finde ich. Ja, und dann kann ich hier glatt mal ein bisschen schneller machen, die Zeit. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Schubidubidu. Schubidu. Dudu. Yay, immerhin sieht unser Kontostand schon wieder besser aus. Kontostand, Kontostand, die Zahlen haben sich in die falsche Richtung verrannt. Das sieht auch cool aus mit dem Kreuzungsdingel hier, ne? Wie die hier so langfahren, um dann hier rumzukommen und da wieder hin und die Spur zu wechseln, das ist schon ganz cool gemacht. Also es ist heftig, ne? Wenn die hier von hier kommen, müssen die hier rumfahren, dann hier hoch. Ach, jetzt geh doch mal weg, du kleines Tweety. Geh weg. Ach Mann, jetzt muss ich hier so viel wegmachen, weil der so viel hat. Geh weg, kleines Vögelchen. So, also wir müssen hier hoch, kommen hier rum, müssen hier runter, hier wieder hochfahren und hier rum und dann in die Stadt. Das ist nicht kompliziert, Wahnsinn. Na gut, aber solange es funktioniert, soll das so sein. So, ich mache jetzt mal hier wieder ein bisschen langsamer. Denn wir haben wieder ein bisschen Geld zusammen. Brauchen wir bald wieder Wasser? Nö, Wasser läuft alles gut, das freut mich sehr. Aber wir brauchen schon wieder Wohngebiet und hier dieses andere Zeug. Gewerbegebiet. Und ja, ich werde jetzt einfach mal hier Straßen weiterziehen. Ich würde auch gerne langsam mal hier was Größeres machen, weil mir das so vorkommt, als wenn das nicht mehr so lange hält. Also, der Verkehrsaufkommen! Dass das Verkehrsaufkommen größer wird. Ja, ja, irgendwann fallen mir die Worte auch wieder aus dem Kopf. So, 880. So. Und hier werden wir das auch mal noch platzieren. Nein, da wollte ich das eigentlich nicht hinhaben. Da wollte ich das hinhaben. Okay, das ist zu nah. Okay, ich verstehe das Problem. Dann lassen wir es da an der Stelle einfach mal frei. Und ich baue mal noch in die Richtung hier ein bisschen weiter. So. Und noch ein Stück. Yay. So, dann sind wir da auf einer Höhe. Und können das gleich ein bisschen weiter ausclustern. So. Hätte ich lieber das Fülltour, bitte. Danke. Danke. Und hier mal auch noch hin. Perfekt. Ja, und was machen wir hier mit unserem Einkaufsdingel? Hm. Ah, unsere Kreuzung hier wird immer voller. Ach, Herr Jemini, das könnte eventuell noch ein Problem werden. Hm. Aber es geht noch. Es löst sich noch relativ schnell auf. So, ich werde mal hier das Stück auch noch so mit auszeichnen. Weil wir gerade sonst ein bisschen Platzmangel haben. Jo, oh, ist das nicht schön, unser kleines Städtchen. Hallo, kleine Stadt. Ach, hier baut sich ein Haus auf. Hallo, Haus.
Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. So, haben wir da einen kleinen Einkaufsladen? Wo heißt denn der? Ich kann nicht ranzoomen. Oh nein, ich sehe nichts. Ich sehe nur einen Baum. Das ist ein kleines Äffchen. What? Okay. So, zum Thema kleines Äffchen. Ach ja, wir brauchen Rohrleitungen. Mein Fehler. Wow, und wir haben schon wieder hier was erreicht. Wir haben neue Richtlinien, neue Dienstleistungen. Und die Oberschule, sehr schön. Aber ich würde uns gerne hier lieber erstmal mit Wasser versorgen. So, da brauchen wir das noch nicht. So, ungefähr die Höhe. Sehr gut, dann haben wir das soweit auch. So, dann verbinde ich das mal mit dem hier. So. Dann sind wir da auch noch ausgefüllt. Ah, so ein kleines süßes Städtchen. Es ist voll hübsch. Tut, tut. Tut. Ist so ruhig, ne? Hier ist überhaupt kein Verkehr. Ich mache hier tut, tut und ein Scheiß tut, tut. Ihr tutet gar nichts. So, aber wie sieht es denn mit unseren ganzen Sachen hier aus? Müllauslastung, alles cool. Müllverbrennung haben wir noch nicht. Wasser läuft, Strom sieht mal wieder kacke aus. Das ist ein Traum, aber ich will bei meiner Windenergie bleiben. Komme, was solle, Windenergie ist einfach mal toll. So, tata, tata, tata. Wie sieht Gesundheitsversorgung aus? Ja, könnte besser sein, aber geht. Wir sollten vielleicht da hinten noch eine Feuerwehr bauen. Wann kriegen wir die hier eigentlich freigeschalten? Erst ab 5500. Dann baue ich hier hinten mal noch eine kleine Feuerwehr mit hin. Dass da jetzt auch nicht jedes Gebäude abfackeln kann. Polizeilich sieht alles gut aus, nur bildungsmäßig bräuchten wir vielleicht noch eine Grundschule, bevor wir hier irgendwo eine Oberschule mit hinklatschen. Ich überlege gerade nur, wo wir die zweite Grundschule hinstellen. Können wir eigentlich mal hier hinten so ins Gebiet mit reinpacken, oder? So. Machen wir mal dahin. Yay! Jetzt können wieder viel mehr Kinder zur Schule kommen. Ist das nicht toll? Yay, und wir können Parks bauen. Das freut mich schon eher. Das freut hier die lieben Mitmenschen natürlich auch, wenn es hier so ganz tolle Parks gibt, die sie besuchen können. So, tada. Und hier so einen großen Park könnten wir eigentlich auch irgendwo hinstellen. Mach ich mal hier in die Richtung. Und freut das auch nochmal ein paar. Es ist zwar unser ganzes Geld weg, aber wir haben Parks. Yay, schaut mal, unser erster Park. Oh, ist das nicht schön? Oh, ein Park mit Bäumchen. So, okay. Anscheinend freut sich hier nicht jeder über den Park. Ach, Menno. Lasst mich doch mal über meinen Park freuen. Parks sind toll. Wirklich, wunderschön. So, hier haben wir noch nichts weiter ausgezeichnet. Dann werden wir einfach mal das komplette Teil hier grün gestalten. So, und das mache ich mal auch noch grün hier. Und das Stück machen wir einfach auch noch grün. Dann kann sich da auch noch ein Haus hinquetschen, wenn es dann passt. So, so, so. Genau, wann ist denn eigentlich der nächste Meilenstein erfüllt? Bei 2600. Was kriegen wir dann eigentlich? Recycling, okay. Freizeitnutzung, auch nicht schlecht. Yay, dann kriegen wir auch Autobahn, Autobahnauffahrt und Kreisverkehr. Das ist super. Und dann bekommen wir endlich die fortschrittliche Windturbine und einen Friedhof. Und dann können wir auch schon Busse bauen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir Busse so nötig haben, weil ich will mal nicht zu laut sein. Aber noch ist hier alles gut mit dem Verkehr. Oh nein, ein Feuer. Oh nein, ein Feuer. Es brennt ganz lichterloh. Da ist der kleine Tommy gar nicht froh. Tommy, lauf! Lauf weg, Tommy! Lass dir das nicht gefallen von Pizza Burger hier. Was ist das? Das ist ein Burger. Und es kommt keine Feuerwehr. Wir haben zwei Feuerwachen hier. Warum kommt keine Feuerwehr, wenn es brennt? Es brennt, hallo! Boah, ich höre Feuerwehr. Da kommt eine. Die aus dem Industriegebiet kommt. Komm schon, Feuerwehr. Was soll die Kackampel? Die Feuerwehr schmeißt sich in die Kurve. Feuerwehr ist da. Feuerwehrmänner steigen aus. Rennen zum Gebäude hin. Mit irgendwelchen lustigen blauen Wasserpuffeln. So, die andere Feuerwehr ist jetzt auch da.
aus dem Wohngebiet. Und jetzt löschen sie vereint hier das Feuer. Ich will mal aus der anderen Seite gucken. Wow, was für ein Brand. Fertig? Oh, sie sind fertig. Oh mein Gott. Gelöscht. Yay. Und die Feuerwehren fahren wieder. Das war Lakefield News mit Ina Dorf. Tag auch. Ach Mensch, ja, da hat's gebrannt. Unser erstes großes Feuerchen. Ha, das erste Mal. Wahnsinn. So, wir haben noch kleine süße Parks. Oh, japanischer Garten. Sowas finde ich ja auch hübsch. Platz mit Bäumen. Wir können auch einen Platz mit Bäumen hinstellen. Platz mit Bäumen. Ist das nicht schön? So, wir haben auch nur noch 2000, ich sag jetzt einfach mal Euro dazu, weil es so ein bisschen aussieht wie ein Eurozeichen, aber na, keine Ahnung, was das für eine Währung halt sein soll. Währung XY. Ha, ich könnte mehr sein, ne? Das müssen wir ja einfach mal so festhalten. Rein theoretisch können wir jetzt aber auch schon hier eine Brücke bauen. Was haltet ihr denn davon? Eine Brücke wäre doch mal richtig geil. Also über eine Brücke würde ich mich jedenfalls freuen. Müssen wir nur gucken, dass wir jetzt halt wieder ein bisschen Kohle zusammenkriegen, weil ich glaube, dass der Strom schon wieder bald, ja genau, das mal dachte ich mir, doof ausschaut. Ich mache mal die Zeit ein bisschen schneller, in der Hoffnung, dass wir dann das Geld schneller zusammenkriegen, was natürlich ein reiner Irrtum ist. So, aber ich warte jetzt einfach, bis wir die 6000 hier zusammen haben und stelle ich da noch eins hin. Du, bidu, 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 du, du. Du, bidu, 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 du, du. Aha, this is my shit. All the girls are be like this. Aha. So, wir haben das Geld zusammen. Sehr schön. Dann packen wir da einfach das nächste Windrad hin. Und dann brauchen wir uns da erstmal nicht so schnell Gedanken machen, weil ich will hier etwas weiter ausbauen. Und es wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd, wenn dann der Strom auf einmal alle wäre. Ja, genauso blöd ist es, dass ich hier die Straßen weiterziehen möchte, aber das nicht so ganz funktioniert, wie ich gerne das Ganze hätte. So, und baue ich hier einfach mal noch eine Kreuzung an. Ich überlege, ob ich die Straßen hier aneinander binde oder ob ich das sein lasse. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Oh, da brennt ein Haus. Oh nein. Das ist aber gar nicht schön. Oh, wir haben nicht genug Geld. Das ist auch nicht schön. Kacke. Ja. So, haben wir jetzt genug Geld? Ja, im Prinzip schon. Aber ich würde gern noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein kleines Stück. Jawolla. So, und hier will ich auch noch mal eine bauen. Aber, naja, die Sache mit dem Geld. Ne, ich mache noch mal hier ein bisschen schneller. Dass ich da diese blöde Straße bauen kann. So. Jetzt hoffe ich, dass es da so hinpasst, wie ich mir das denke. So, perfekt, weil dann haben wir jetzt die Anbindung nur von der Straße und hier fahren nicht alle irgendwie rum, um dann hierher zu kommen. Das finde ich alles ein bisschen Banane. Wir bleiben alles schön hier bei der großen Kreuzung und alles wird schön. Hoffe ich zumindest. So, Wohngebiet wollte ich da eigentlich nicht hinbauen. Ich wollte hier ein bisschen weiter mit dem Kaufdingelbummel machen. Dass wir da auch wieder ein bisschen was haben. Industrie hat sich da auch schon wieder hin platziert. Ganz toll. Man macht da einfach noch einen Streifen voll. Ist mir egal. So, aber ich überlege gerade, ob wir nicht, wenn wir hier einen Kreisverkehr eingebaut haben sollten, je nachdem, ob ich das dann mache oder nicht, ob ich die Brücke dann direkt hier rüber baue. Weil wir da so die Direktanbindung haben. Was habe ich momentan für fette Straßen? Die sechsspurige haben wir momentan. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen schneller laufen, dann baue ich da die Brücke hin. So, dass sich unser Geld hier mal ein bisschen sammelt. Sammelndes Geld. Geld ist toll hier auf dieser Welt. Yeah, die Einwohner von Lakefield mögen das. Schubididu. So ist es gerade. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde hier gerne eine Brücke rüberbauen. Nur wir brauchen dafür nochmal das Doppelte an Geld, was wir jetzt haben. So eine Scheiße. Ja, gut. Können wir uns momentan nicht leisten. Ist ein Traum. Wir müssen noch ein bisschen warten. So, da hinten fehlt auch schon wieder Wasser. Ja, 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 ja. Warum fehlt da Wasser? So ein Käse. So.
Machen wir einfach mal so. Fehlt dir noch irgendwo Wasser? Nee, bis jetzt ist da soweit alles gut. Sehr schön. Aber wie es hier weitergeht mit City Skylines, sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Die kommt dann auch schon am Donnerstag. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen, Vorschläge habt, schreibt es ruhig in die Kommentare und ich schaue mal, was sich machen lässt in der Umsetzung. Aber bis dahin sehen wir uns dann erst am Donnerstag wieder und ja, dann bis dann und ciao!